Hi. Ja, ich wollte mal ein bisschen mit euch chatten über Selbstwert, Wert und Bewertung. Ich bin gerade auf dem Weg ins Tessin zu einem VIP-Wochenende, freue mich riesig, da wirklich so viel Wirkung zu erzeugen mit meinem Klienten. Und ja, es ist einfach was anderes, wenn man eins zu eins ein ganzes Wochenende die Sachen auf den Tisch legt und transformiert. Ja, um was geht's bei diesem Wochenende? Da geht es genau auch um solche Sachen, genauso wie beim Retreat auch im Roten Meer. Es ist immer der gleiche Prozess. Ich führe meine Klienten an den Punkt, wo sie anstehen. Ich weiß den Punkt und ich führe sie dahin und dann zeigt sich der Grund. Und wenn der Grund sich gezeigt hat, warum es da nicht weitergeht, warum es da anstößt, dann kann man transformieren. Und das ist eben super genial, wenn man sich darauf einlassen kann. Deswegen, ich sag's dir, diese 1:1-Arbeit, die ist unübertroffen wertvoll, wenn ich dich wirklich bei mir habe, da sprudelt alles, was dich behindert, sprudelt einfach so raus wie so ein Korken, der sich löst. Genau, was wollte ich sagen über Wert und Bewertung? Das hält nicht richtig. Ah, jetzt hält's. Über Wert und Bewertung, Selbstwert. Es ist doch so, so spannend, wenn viele Spirituelle oder Coaches sagen, ganz ohne Bewertung. Ich will hier nicht bewerten. Und energetisch ist es eine Bewertung. Ich bewerte nicht. Das geht nicht. Du bewertest immer. Jeder bewertet immer. Wir bewerten immer. Weil bewerten ist Kreation. Bewerten heißt zu sagen, wie es ist. Ja? Und deswegen ist Bewerten der Hauptprozess der Schöpfung, der Manifestation. Und das muss einmal ganz, ganz klar werden. Ich kann nicht bewerten. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bewerte das nicht, kommen die Worte raus, ich bewerte das nicht, aber es läuft eine krasse Bewertung dahinter. Ja? Und das muss einmal bewusst werden, was es energetisch bedeutet, einfach diese ganze wertfrei nicht bewerten Agenda, die in der Coaching-Szene gefahren wird, bedeutet einzig und allein, deine Bewertung wird jetzt nicht angeschaut. Meine Bewertung wird jetzt nicht angeschaut. Aber sie ist da. Ich kann nicht wertfrei sein. Das ist so eine Unmöglichkeit, weil ich bin reine, pure Energie und mein Seinszustand, meine Ansichten sind Bewertungen und dadurch werden meine Ansichten outgepusht. Das ist Manifestation und ich kann das nicht machen, deswegen manifestiere ich ja auch die ganze Zeit, deswegen pushe ich mich ja auch die ganze Zeit aus, den lieben langen Tag und sogar nachts beim Schlafen. Meine Energie ist immer präsent und wenn ich behaupte, ich bewerte nicht, dann bewerte ich dennoch. Und zwar, meine Ansicht ist immer da. Ich habe eine Ansicht, auch wenn ich sie verbal nicht loslasse. Wenn ich verbal nichts drüber sage, über meine Bewertung, habe ich eine Bewertung und das ist meine Ansicht. Über alle Themen, über alles in dieser Welt habe ich Ansichten. Und wenn ich plötzlich keine Ansichten mehr habe, dann bin ich tot. Dann lebe ich nicht mehr. Das ist so. Und das muss einem klar werden, rein energetisch ist es Bullshit zu sagen, ich bewerte nicht, ich bin wertfrei. Das geht nicht. Es ist einfach eine Floskel, es ist einfach etwas zu sagen. So, was mache ich also? Ich muss dafür sorgen, dass wertvolle, wertschätzende Ansichten bei mir gelegt werden, dass ich nur mit wertvollen und wertschätzenden Ansichten unterwegs bin, mir gegenüber und der Welt gegenüber. Und
dann ist es völlig in Ordnung, wenn ich bewerte, weil ich bewerte dann immer aus der höchsten Perspektive, aus der Divine Designten Perspektive, aus dem höchsten Wert, aus dem höchsten Seinszustand heraus. Aber das kann ich nur machen, wenn meine Ansichten, meine Foundation diesbezüglich festgelegt ist. Und dann brauche ich auch nicht mehr rumlaufen und sagen, nee, ich habe da keine Bewertung drauf. Wie wäre es, wenn du da keine Bewertung drauf hättest? Nein, das geht nicht. Ich habe da immer eine drauf. Ich kann es nicht nicht haben. Also muss ich anfangen zu schauen, wo habe ich diese einschränkenden, minderwertigen Ansichten aus dem Human Design übernommen. Und dann lege ich das auf den Tisch und dann schaue ich es mir aus dem Divine Design, aus der Divine Design Perspektive an und kann diesen Wert, diesen hohen, großartigen Wert allem geben. Weil ich bin Schöpfer, ich bin Bewerter. Ja, ich bin Bewerter, aber bin ich jetzt Bewerter aus dem Divine Design, aus der höchsten göttlichen Perspektive oder aus der kritischen Perspektive, aus dem Human Design, wie wir es alle gelernt haben. Darum geht's, Leute. Und das ist mir heute in der Dusche eingefallen. Und es ist so wichtig zu erkennen, dass einem da auch wieder auf den Holzweg geführt wird. Du darfst nicht bewerten, bewert es mal nicht. Was damit vielleicht richtigerweise gemeint ist, ziehe keinen Rückschluss draus. Ziehe keinen Rückschluss draus. Ja, wenn du das meinst mit bewerte das nicht, ziehe keinen Rückschluss draus, dann bin ich d'accord. Ich sollte aus nichts, was gegen mich spricht, einen Rückschluss gegen mich ziehen. Ich sollte keine Rückschlüsse niemals gegen mich ziehen. Aber bewerten tue ich immer und ich kann niemals damit aufhören. Nur die Grundlage, die Perspektive, die Ausgangslage für meine Bewertung, die muss ich neu wählen. Weil ich habe sie im Human Design gut und schlecht und ethisch und unethisch, macht man nicht. Ja, all diese Ansichten, die ich habe, das geht nicht und das wirkt so und das kann ich nicht. Das ist sowas von einschränkend. Und deswegen, wenn ich aber ins Divine Design gehe und sage, okay, alles ist geil, alles ist göttlich, alles ist perfekt, alles hat die höchste, schönste und beste Wirkung, dann habe ich da eine Annahmenbasis für meine Bewertungen. Und dann kann ich anfangen, Dinge zu machen, die unglaublich viel Impact haben, die unglaublich vielleicht strub oder strange sind für meinen Human Design Verstand, aber aus dem Divine Design Verstand her, dort wo die ganze Fülle herrscht, dort wo unendliche Möglichkeiten herrschen, ist das super. Und zum Beispiel, ein Beispiel noch von mir. Ich habe auch immer bewertet, dass ich nicht so viele verschiedene Angebote promoten kann. Ja? Dann habe ich von einer gelernt, die hat gesagt, diese Bewertung habe ich nicht, diese Ansicht habe ich nicht. Da habe ich eine andere. Aber nicht, bewerte es mal nicht. Nee, hab da mal eine andere Ansicht drauf. Und dann kriegst du eine andere Bewertung drauf. Das ist doch toll. Es gibt für alle möglichen Leute, gibt es in allen möglichen Preisklassen, gibt es ein Angebot, das du hast. Du kannst so viel mehr Menschen helfen. Jeder, egal wie viel Nähe wie er haben möchte in der Zusammenarbeit mit dir, kann dann wählen. Und ganz viele Angebote gleichzeitig. Golden. Jetzt habe ich den All the Divine Things Pass gemacht. Finde ich super. Ich liebe es. Aber wenn ich diese Ansicht gehabt hätte, dass es verwirrend ist, dass es vielleicht für meine Positionierung nicht positiv ist, all diese Ansichten, die man da haben kann, wenn ich die nicht verändert hätte, hätte ich das immer schlecht und negativ bewertet, diesen All the Divine Things Pass zu machen, den ich liebe und der mir riesengroßen Spaß macht. Also, was ich damit sagen will, es sind so oft Sachen, die einfach nur eine andere Divine Design Ansicht, so teach ich das, so lehre ich das, wenn ich diese Divine
Divine Design Ansicht drüber lege, dann sind Dinge, die vorher schlecht waren oder die vorher wirkungslos waren oder die vorher wertlos waren, sind plötzlich super wertvoll. Und dadurch, es geht genauso auf mich, ja, es geht genauso auf mich, zu mir als Persönlichkeit, wie wertvoll es ist, was ich outpushen will, was ich hier hinterlassen will auf dieser Welt, wer ich sein will auf dieser Welt, was ich mir für ein Universum kreieren möchte. Wie viel Wert hat das? Wer bewertet das jetzt? Ob das, was ich mache, gut ist oder weniger gut oder viel wert oder weniger wert? Ja? Wo, in welchem Zusammenhang könnte das jemals bewertet werden? Ja, es ist keine absolute Bewertung möglich. Es ist auch wieder nur meine Ansicht, die darunter liegt. Meine Ansicht über mich, über meine Arbeit, über mein Wirken, über mein Outpushen, über meinen ganzen Seinszustand. Und deswegen kann ich nur meinen Wert steigern, meinen Selbstwert steigern, wenn ich meine Ansichten über mich, über das, was ich mache, über das, was ich sage, über das, wie ich aussehe, über das, wie ich auftrete, über das, was ankommt im Außen, ganz klar und deutlich aus der Divine Design Perspektive wähle. Und dann gibt es nach oben für meinen Wert, für meinen Selbstwert, den ich mir selber gebe, niemand da draußen existiert, everyone is me pushed out, dann habe ich plötzlich keine Limits mehr da drin. Dann habe ich auch keinen Vergleich mehr da drin. Wie viel verlangen andere? Wie viel kosten Coaches von anderen? Was bringen andere? Was können andere? Bla bla bla. Dann ist es plötzlich völlig weg, weil ich verstanden habe, dass der Wert, den ich mir gebe, auf der Ansicht basiert, die ich über mich und meine Wirkung in diesem Leben, in diesem Universum, in diesem Außen habe. Und dann ist es golden. Und ich hoffe, ich habe hier einen schönen Kreis ziehen können, dass du das verstehst, um was es geht. Weil rein energetisch ist ja nur das existent, was ich outpushe, was ich sehe, was ich wahrnehme. Und deswegen, was ich für eine Ansicht drüber lege, das ist das Nonplusultra dieser Sache. Und überleg dir jetzt mal als Learning aus diesem Video für dich selber, wo du diese Unterscheidung noch nicht hinkriegst, wo du die ganze Zeit im irgendwie im Bewerten, im Vergleichen, im Relationen ziehen bist. Schieb das weg und sage einfach, okay, wenn ich jetzt im Divine Design bin, was sind meine Ansichten dazu und was für ein Wert aus der Unendlichkeit aller Werte ist für mich diesbezüglich wahr. Als Schöpfer, als Kreator, als Manifestor. Und das ist doch cool. Und je mehr und mehr und je besser und besser deine Ansichten über dich, über das, was du machst, über das, was du denkst, ja, deine Ansicht, wie dein Denken ist, wie dein Handeln ist, desto mehr und mehr du das aus dem Divine Design holst, desto mehr und mehr kannst du dann auch dir finanziellen Wert als Spiegel erlauben. Ja? Finanzieller Wert als Spiegel deines Seinszustandes. Und nur, ausschließlich nur so, funktioniert es mit diesem Wert, mit dieser Wertigkeit auch in finanzieller Hinsicht. Und wir wollen alle gerne viel, genug, mehr. Und sogar dürfen wir uns Geld im Überfluss erlauben, weil diese Sache, die wir jetzt hier besprochen haben, die hat ja kein Limit. Da ist ja kein Deckel drauf. Weil unser Universum ist ja unendlich. Und deswegen können wir anfangen, mit Überfluss zu rechnen. Und das fängt an, Spaß zu machen, wenn ich in dem Moment, wo ich merke, ich nehme es niemandem weg, weil ich kreiere es ja. Wenn ich es kreiere, kann ich es ja auch niemandem wegnehmen.
ist ja absolut unmöglich. Weil es wäre ja nicht da ohne mich. Und deswegen schöpfe ich, das heißt Fülle, das heißt eben Überfluss. Und dass ich dahin komme, dazu brauche ich meine Divine Design Annahmen, da brauche ich mein Divine Design Selbstbild, da brauche ich mein Divine Design Weltbild. Weil aus dem Human Design, aus dem menschlichen Denken, habe ich immer wieder Blocks, da habe ich immer wieder Gründe, Hindernisse drin, die mir das nicht erlauben, mich da hineinzulehnen. Diese Edge weiter zu pushen und zu sagen, wow, stopp mal hier, hier geht es noch weiter. Es geht immer nach oben, mehr und mehr und weiter, weil ich bin ja der Schöpfer und wenn ich stehen bleibe, dann wird es weniger. Und deswegen erlaubt euch das, erlaubt euch dieses Wachsen, erlaubt euch dieses grenzenlose Denken, weil das ist die Wahrheit. Und alles andere ist Human Design. Und deswegen tue ich immer so gerne unterscheiden. Human Design ist das von Menschen gemachte, limitierte Design. Und Divine Design ist dieses göttliche, perfekte, immer wieder sich auffüllende, wunderbare, schöne Design, das wir hier haben, aus dem wir herausleben können. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch geholfen. Und bis bald. Tschüss.